Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir machen heute Entenbrust mit Rotkohl und Klößen. Es geht aber nur um die Entenbrust. Hier kannst du sie schon mal sehen, wie sie aufgeschnitten ist. Hier kannst du sie im Backofen sehen, wie sie gegart worden ist. Und alles Weitere erkläre ich dir im Video. Wir haben da schon mal ein bisschen was zusammengesucht. In einem Zentrum, da kann man schon die beiden Entenbrüste liegen sehen. Dann haben wir da ein bisschen Lauchzwiebeln und ein Apfel. So, dann wollen wir das mal alles zusammen in einen Topf tun und dann müssen wir die kurz kochen. So, dann kochen wir hier ein bisschen Wasser in einem Topf, beziehungsweise das kochen wir noch nicht. Das habe ich jetzt erstmal nur aufgesetzt. Dann haben wir hier schön die Karotte. Kommt alles hier einfach nur ins Wasser rein. Apfel mit Kerngehäuse und allem. Alles einfach nur klein machen. Hier ins Wasser. So, mal ein bisschen hinmachen hier. Hattet ihr schöne Weihnachten? Habt ihr gestern einen schönen Heiligabend verbracht? Ich hoffe, wir haben ja schön unseren Lobster gegrillt. Das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ich Und hoffe. die war wunderbar. Genau. Dann haben wir uns, hatten wir uns ja am 23. hatten wir uns ja diese Tiger Prawns geholt. Da mache ich demnächst nochmal ein Video zu. Hier in Hamburg gibt es unten in der Mönckebergstraße in einem großen Kaufhaus gibt es unten einen China-Supermarkt. Da gibt es diese Tiger Prawns tiefgefroren zu einem Megapreis. So, Nummer 1 kommt da einfach mit rein. Und die werden da jetzt da drin genau eine Stunde kochen. Die Stunde ist um. So, mal gucken, wie das hier so aussieht. Klasse. Das sieht sehr, sehr gut aus. So. Ein bisschen kleiner geworden. So, das ist Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Die sind jetzt gar. Und jetzt werden wir die nachher schön im Backofen schön Röstaromen verpassen. Und dann sind die richtig tippitoppi. Der Juck wird jetzt mal eben schnell da ein bisschen Pfeffer und Salz auf unsere Entenbrüste Danke. machen. Wunderbar. Und dann tun wir die jetzt in den Backofen. Den Backofen haben wir vorgeheizt auf 180 Grad. Und wir tun die da jetzt auf einen Rost. Ich habe Umluft an und unten drunter habe ich halt eine Schale gelegt, damit der Backofen nicht so versaut. Und wenn da jetzt ein bisschen Fett rausläuft, das kann ich dann ja gleich super für die Soße verwenden. So, wir sind fertig. Wahnsinn. So, Licht aus. Wir brauchen ja noch eine für heute. Sieht doch klasse aus. Supi. Schön kross hier oben drauf. Sieht richtig geil aus. Sieht richtig saftig aus, ne? Ja, das war ja auch Sinn und Zweck dieser Übung, das Feuer schön zu kochen im Wasser, in diesem Sud, damit es halt schön feucht bleibt. Hätte ich beinahe gesagt, also damit es nicht austrocknet. So, das sieht doch, ich finde, das sieht richtig gut aus. Klasse. So, dann tue ich da jetzt mal einen Teller, mache ich jetzt mal fertig. Und Kloß haben wir da schon drauf. Drei Stücke Fleisch. Nein, vier. So, ein.
Endstück. Dann haben wir unseren Rotkohl, den wir ja neulich schon mal gekocht haben. Findet ihr bei uns auf der Page. Super lecker. So, und jetzt fehlt uns noch ein bisschen Soße. Da habe ich jetzt heute nur eine Teriyaki-Soße, ein bisschen auf asiatisch gemacht. Das nächste Mal, oder vielleicht auch morgen, vielleicht mache ich ja noch ein kleines Add-on zu diesem Video, dann mache ich noch eine schöne Soße dazu. So, that's it. Sieht doch klasse aus, oder? Ich finde, das sieht geil aus. Ich glaube, das schmeckt auch klasse. Das Fleisch, das habe ich eben schon gesehen, beim Schneiden von der Konsistenz her, echt tippitoppi. Rotkohl mit Ente, Teriyaki-Soße, ein schöner Knödel dabei. Wenn euch das gefallen hat, abonniert uns, lasst uns einen Daumen da. Habt ihr Fragen, schreibt sie unten rein. Ich werde sie beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.